Als nächstes darf ich den Fraktionsvorsitzenden der FDP, Herr René Rock, ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, wir diskutieren mal wieder Kita, wir diskutieren mal wieder frühkindliche Bildung, und wir sprechen über die Zukunft und die Situation der Familien und der Kinder in unserem Land. Und ich stelle ja gerne die Frage in den Raum, was sind uns die Kinder in unserem Land eigentlich wert? Und was sind die Kinder in unserem Land eigentlich dieser Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen wert? Zumindest einmal kein eigenes Geld, Herr Finanzminister. Zumindest einmal kein eigenes Geld. Und wenn wir, Herr Finanzminister, und wenn wir, heutzutage, wenn wir uns heute mal an diesem Tage anschauen, was Sie hier auf den Tisch gelegt haben, dann ist es, wir sind es ja eigentlich von Ihnen schon gewohnt, von der CDU-Fraktion, den Grünen, dann ist es eigentlich nur die Abarbeitung dessen, wozu Sie in diesem Bereich der Bund gezwungen hat. Sie hat der Bund dazu gezwungen. Der hat ihm Geld hingelegt und hat gesagt, das müsst ihr jetzt nehmen, damit es mehr Erzieher in eurem Land gibt. Das müsst ihr jetzt nehmen. Und dann haben Sie es ja fertiggebracht, erst einmal zu sagen, nee, eigentlich wollen wir nicht. Der Vorgänger, der Herr Grüttner, hat gesagt, oh, nee, und dann will der Bund noch mitreden. Ach nee, lieber nehme ich das Geld gar nicht. Und dann haben Sie, Herr Minister Klose, als einer der Letzten, wenn nicht sogar der Allerletzte waren Sie, der dann nachher die Vereinbarung mit dem Bund überhaupt erst unterzeichnet hat, weil Sie sich mit Händen und Füßen noch versucht haben, gegen das Geld zu wehren. Das ist doch Ihre Art und Weise, wie Sie Zukunftspolitik in dem Land machen. Und jetzt liegt das Geld da. Und dann haben Sie sich hingesetzt und gesagt, was machen wir jetzt mit dem Geld? Und dann haben Sie gesagt, ja, okay, wir haben das Hessische Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch. Und in diesem Gesetzbuch, das ist vor 6 Jahren sehr kritisiert worden, da gibt es ein paar offene Baustellen, die wir eigentlich zu verantworten haben und die wir aber jetzt 6 Jahre nicht bearbeitet haben. Und dann haben Sie erst einmal diese offenen Baustellen einfach konsequent abgearbeitet und haben den Kommunen damit die Möglichkeit gegeben, mit dem Geld des Bundes das zu finanzieren, was sie sowieso schon vor Ort freiwillig machen. Das finden die Kommunen natürlich erst einmal gut. Das führt aber nicht zu einer einzigen Erzieherin oder einem einzigen Erzieher mehr in der Kita. Das haben sie dann irgendwann gemerkt und haben gesagt, okay, da müssen wir zumindest bei der Freistellung der Leitung sicherstellen, dass die vom Bund, weil der hat das mittlerweile eingefordert, weil er gesehen hat, guck mal, die Hessen, die versuchen hier das Geld zu verteilen und dass auch nur eine Erzieherin, Erzieher mehr in die Kitas kommt. Ihr müsst jetzt nachweisen, dass hier über 1500 Erzieher in die Kitas kommen. Dann haben sie sich hingesetzt und haben das versucht nachzuweisen. Dann haben sie das endlich hingekriegt durch die Ausweitung, die wir unterstützen, Ausweitung der Leitungsfreistellung. Das unterstützen wir ja. Da haben Sie jetzt das endlich hinbekommen. Und was machen Sie dann? Was machen Sie dann? Das ist unfassbar. Also, es gibt ein Gesetz. Der Bund gibt dem Land Hessen Geld. Man wehrt sich erst ein bisschen, dann nimmt man es halt. Und Sie haben jetzt es geschafft, 1500 Erzieher mehr in die Kitas zu bringen, durch dieses Gesetz noch nicht. Aber das ist der Plan. Und was machen Sie dann? In dem gleichen Gesetz bringen Sie einen Änderungsgesetzentwurf ein, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, einen Änderungsgesetzentwurf ein, in den Sie jetzt reinschreiben, 15% der Menschen, die dort frühkindliche Bildung an unseren Kindern ausführen sollen, müssen keine Fachkräfte mehr sein. 15%. Das heißt ja bei 20.000 bis 25.000 Erziehern, das heißt ja, Sie bringen 1.500 Fachkräfte hinein und sorgen dafür, dass wir 3.000 Fachkräfte ersetzen können. Das ist ja unfassbar. Sie konterkarieren die Vorgaben des Bundes in einem Gesetzentwurf, indem Sie auf der einen Seite sagen, ja, wir wollen eigentlich mehr Fachkräfte, und zusätzlich erlauben Sie jetzt, dass man 15% der Fachkräfte durch Nichtfachkräfte ersetzt. Und Ihnen ist doch klar, die Situation der Kommunen vor Ort ist doch klar. Natürlich kann man damit vielleicht Kosten senken, und natürlich kann man damit Lücken stopfen, gerade wie es passt. Und natürlich wird man an die Grenzen dessen gehen, was der Gesetzentwurf und vor allem die Fachaufsicht zulässt. Man wird an die Grenzen gehen dessen, was es möglich macht, das jetzt zu tun. Und damit können Sie doch nicht sagen, Sie haben eine Verbesserung zu Wege gebracht. Und wie kann denn überhaupt jemand das dann so in dieser Art und Weise hier vortragen? Ich verstehe es nicht.
Und Frau Anders legt ja immer großen Wert darauf, dass sie sagt, sie ist vom Fach, sie kennt das von sozusagen täglicher Arbeit, sie hat als Erzieherin gearbeitet. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es, ich kann es nicht nachvollziehen. Und Sie haben jetzt eine Tür geöffnet. Sie haben jetzt eine Tür geöffnet. Warum 15%, Frau Ravensburg? Warum nicht 10 oder 20? Wenn die Landräte das nächste Mal sagen, die Oberbürgermeister langt wieder nicht, sagen Sie dann 25%? Und wenn die Landräte dann sagen, ja, so viele von den Bachelorabgängen haben wir nicht, gehen Sie dann runter? Sie haben jetzt eine Tür geöffnet an dieser Stelle, die Sie nie wieder zukriegen werden. Und das wird uns einholen. Und das Perfide ist, Sie haben natürlich die Situation hier genutzt, in dieser Corona-Zeit einen solchen Gesetzentwurf als Änderungsantrag. Das muss man sich einmal vorstellen. Als Änderungsantrag eines vom Bund initiierten Gesetzes, das mehr Qualität in die Kita bringen soll, haben Sie einen Änderungsantrag gestellt, um eine solche politisch brisante Frage unterzuschieben, in einer Zeit, in der es fast unmöglich ist, sozusagen Widerstand zu organisieren. Und wie kann denn das passieren? Und hier passiert genau das, was Ihnen bei der gesamten Kita-Diskussion immer wieder passiert. Da kommt die Landesregierung, der Ministerpräsident schaltet sich manchmal ein, wenn er denkt, der Minister ist vielleicht nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Ob es davon besser wird, das wissen wir natürlich nicht. Dann schaltet sich hier die Landesregierung ein, die redet dann mit den Landräten und den Oberbürgermeistern. Die wägen dann ab, was das Beste für die Kinder in unseren Familien ist. Und ich sage Ihnen, solange Sie nicht die Eltern dort an den Tisch setzen, am besten mit einer gewählten Elternvertretung, wird es immer eine Abwägung zulasten der Familien und der Kinder in unserem Land geben, sondern immer zugunsten der Kommunen und der Landesregierung. Das ist Ihr Fehler. Und er wiederholt sich hier in ganz regelmäßiger Art und Weise. Und darum sage ich auch, es ist ein systemischer Fehler. Die Eltern und die Familien haben in unserem Land nicht die ausreichende Stimme, um für ihre Interessen einzutreten. Und genau an dieser Stelle, kann ich Ihnen sagen, werden Sie auf Dauer Schiffbruch erleiden. Weil das, was Sie jetzt nicht investieren, in die Köpfe unserer Kleinsten, in ihre Möglichkeiten, das holt Sie doch dann in der Schule und in der Berufsschule, in den Beruf, das holt uns doch überall ein. Und wir alle wissen doch, wie herausfordernd die Arbeit ist. Wir waren doch alle in Kitas und haben das gesehen. Wir waren sicherlich in Brennpunkt-Kitas und haben gesehen, was da täglich geleistet wird und was da nur eine Fachkraft mehr zusätzlich ausmachen würde. Und genau deshalb kann ich nicht nachvollziehen, dass Sie genau an dieser Stelle diesen Weg gegangen sind. Und ich sage Ihnen, das müssen wir auch dringend noch einmal in der dritten Lesung besprechen. Darum beantrage ich hier auch die dritte Lesung für diesen Gesetzentwurf. Und ich bin mir sicher, dass ich auch einmal überprüfen möchte, wer nachher namentlich dem zustimmt oder nicht zustimmt. Das können wir dann am Donnerstagabend hier noch einmal machen. Das ist vielleicht eine gute Überlegung, weil Sie haben es jetzt genutzt, die Zeit der Corona-Krise, um das durchzudrücken. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, da wird man Sie fragen, wie Sie abgestimmt haben. Da wird man Sie fragen, wie Sie abgestimmt haben bei dieser Situation. Und ich sage Ihnen, wenn Sie die Bertelsmann-Stiftung anschauen, 8.000 Erzieherinnen und Erzieher, sagt Bertelsmann, fehlen uns, um den Fachstandard zu erfüllen. Durch das, was Sie jetzt tun, werden aus den 8.000 am Ende 10.000. Und das ist keine gute Zukunftspolitik. Ich möchte noch einmal zu unserem Antrag kommen. Herr Minister Klose, vielleicht finden Sie ja die Zeit, bei Ihrem Redebeitrag uns noch einmal Ihre Logik darzustellen, warum man in Hessen die Grundschule öffnen kann, warum es aus gesundheitlichen Gründen möglich ist, die Grundschule zu öffnen, aber das Betretungsverbot der Kitas bestehen bleibt, Herr Klose. Sie hatten ja eigentlich für 5. Juni schon einmal erklärt, dass wir die Kitas öffnen können. Dann haben wir gehört, das geht alles nicht. Dann haben wir plötzlich gelesen, es ist ja doch offen. Aber das Betretungsverbot bleibt trotzdem bestehen. Sie haben hier ein Chaos angerichtet, in Hessen ein Flickenteppich produziert an Situationen, wo manche Kitas überhaupt nicht zusätzliche Plätze angeboten haben. Manche haben einfach Regelbetrieb gemacht. Sie haben hier ein Durcheinander in Hessen veranstaltet. Und jetzt haben Sie an dieser Stelle, also bitte gehen Sie hier vor und erklären Sie es uns. Warum geht die Grundschule am 22., aber die Kita nicht? Welchen rationalen Grund haben Sie? Weil das würde mich wirklich einmal interessieren. Das muss man den Eltern auch einmal sagen, warum sie ihr Grundschulkind in die Schule schicken dürfen, aber das Kita-Kind weiter zu Hause betreuen sollen, weil scheinbar die gesundheitliche Situation in der Kita schwieriger ist als in der Schule. Das kann, glaube ich, niemand verstehen. Und das müssen Sie uns heute auch noch einmal sagen.
Und ich will das nur noch einmal deutlich machen. Die Kita ist, was Hygiene angeht, deutlich besser aufgestellt als jede Schule in Hessen. Da gibt es Waschbecken, da gibt es Duschen, da gibt es ausreichend Toiletten. Es ist selbstverständlich, dass in den pädagogischen Konzepten die Hygiene eine große Rolle spielt. Ein deutlich, deutlich, genau, und in der Regel sind die Toiletten in einem Top-Zustand. Ja. Vom Rest Kita kann man das nicht immer sagen, aber die sanitären Räumlichkeiten sind in den Kitas in der Regel in einem Top-Zustand. Warum die Kita nicht zu öffnen ist, die Grundschule aber zu öffnen ist, das versteht hier in Hessen niemand. Lieber Herr Minister, bitte kommen Sie mal hier vor und erklären Sie das mal den Eltern in unserem Land. Vielen Dank. Frau Minister, darf ich aber auch zunächst Frau Gnadl von der SPD-Fraktion das Wort erteilen. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die letzten Wochen und Monate haben uns allen noch einmal in ganz besonderer Art und Weise auch verdeutlicht, wie wichtig und wie großartig auch unsere Kindertagesstätten sind und wie wichtig die Bedeutung der Kindertagesstätten für unsere Gesellschaft, für die Familien und vor allen Dingen auch die Kinder sind. Eine professionelle und qualitativ hochwertige Kinderbetreuung ist unverzichtbar für die frühkindliche Förderung und Bildung und eben auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das wurde wohl niemals deutlicher und bewusster als in der Zeit, in der die Betreuungseinrichtungen wegen der Corona-Krise geschlossen waren. Ohne Kitas, Krippen und die Betreuung bei Tagesmüttern und Vätern fehlt eben den Kindern die Ansprache und die Förderung außerhalb der eigenen Familie. Es fehlt der Austausch mit den anderen gleichaltrigen Kindern und die Entlastung für die Eltern. Und Bundesfamilienministerin Franziska Giffey hat zu einem Zeitpunkt das Gute-Kita-Gesetz auf den Weg gebracht, als natürlich noch nicht klar war, was wir jetzt unter der Corona-Pandemie erlebt haben. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich denke, es ist gerade gut, dass das Gesetz genau jetzt auch seine positiven Effekte entfalten wird. Auch hier in Hessen wird es Verbesserungen in der Betreuungsqualität geben. Denn durch den Anstoß des Bundesfamilienministeriums gibt es endlich auch in Hessen qualitative Verbesserungen in den Kindertagesstätten. Ich hatte es bereits schon bei der ersten Lesung gesagt. Für uns ist die Kinderbetreuung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und der Bund hat in den vergangenen Jahren, auch immer auf Drängen der SPD in der Bundesregierung, immer wieder durch milliardenschwere Programme seinen Beitrag geleistet, auch wenn die Kitas eigentlich nicht im originären Aufgabenbereich des Bundes liegen, sondern im Zuständigkeitsbereich der Länder. Und der Bund hat notwendige Gelder zur Verfügung gestellt. Ich will nur einmal wenige Beispiele nennen. Das Tagesbetreuungsausbaugesetz, verschiedene Investitionsprogramme in Kitas, jetzt das Gute-Kita-Gesetz oder auch aktuell das Bundeskonjunkturprogramm, das auch wieder den Ausbau der Kinderbetreuung fördern wird. Durch das Gute-Kita-Gesetz stellt der Bund für Hessen in den kommenden Jahren 412 Millionen Euro für die Weiterentwicklung der Kinderbetreuung bereit. Und diese Mittel werden eben auch zur Verbesserung des Fachkraftschlüssels und zur Stärkung der Kita-Leistungen fließen. Und ich finde, das sind erhebliche Mittel und erhebliche Kraftanstrengungen, die hier der Bund eben in allen Bundesländern unternimmt. Und es ist gut, dass diese endlich auch in Hessen angegangen werden. Denn ich möchte Sie auch noch einmal daran erinnern, dass in der vergangenen Legislaturperiode die SPD-Fraktion bereits einen umfassenden Gesetzentwurf eingebracht hat, der sowohl die Gebührenbefreiung vorgesehen hat,
als auch die Entlastung der Kommunen, was die Betriebskostenfinanzierung angeht, und eben auch die Qualitätsverbesserungen. Aber Schwarz-Grün hat in der letzten Legislaturperiode all diese Verbesserungen noch abgelehnt und eben nicht gehandelt, nichts getan, um die Qualität in den Kitas zu verbessern, Herr Bocklet. Sie haben diesen Gesetzentwurf der SPD-Fraktion abgelehnt, weil Sie eben keine qualitativen Verbesserungen hier in Hessen in den Kitas wollen. Und es hat die Anstrengung des Bundes bedurft, damit es endlich diese qualitativen Verbesserungen hier in Hessen gibt, hat es das Bundesprogramm, das Gute-Kita-Gesetz von Franziska Giffey bedurft, damit sich hier in Hessen endlich etwas verbessert. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, eigentlich könnte das ja jetzt für uns als SPD-Fraktion durchaus auch ein Tag zum Jubeln sein. Endlich kommen diese Qualitätsverbesserungen. Aber die Frage ist, ist mit dem, was Sie hier vorlegen, in Ihrem Ausführungsgesetz, in Ihrer Änderung des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzes, werden Sie den Ansprüchen, die der Bund formuliert hat, an qualitative Verbesserungen gerecht? Und da kann ich nur sagen, nein, das werden Sie nicht. Und deswegen möchte ich da noch einmal besonders zwei Punkte herausgreifen. Erstens. Die Kofinanzierung, die Mittel, die originären Landesmittel, mit denen Sie dieses Gesetzesvorhaben unterstützen, sind gleich null. Null. Null Euro, null Cent, die Sie hier in diese Umsetzung stecken. Das, was Sie machen, ist, Sie bedienen sich wieder am kommunalen Geld, über das starke Heimatgesetz, über die Heimatumlage bedienen Sie sich am kommunalen Geld, um diese Qualitätsverbesserungen am Ende hier in Hessen umzusetzen. Und das, meine Damen und Herren, und gleichzeitig lassen Sie sich noch dafür loben, Sie würden auf jeden Euro, der vom Bund kommt, einen Landeseuro draufsetzen. Und da kann man nur sagen, es ist lächerlich angesichts dessen, was in diesem Gesetzentwurf steht. Und ich kann es Ihnen nicht ersparen, auch noch auf den zweiten Punkt einzugehen. Ja, unsere Freude über die Verbesserung des Gute-Kita-Gesetzes sind eingetrübt, weil eben der schwarz-grüne Vorschlag, den Sie jetzt mal so eben nebenbei nach der Anhörung als Gesetzesänderung eingebracht haben zum Kita-Fachkräftekatalog, mit der Erweiterung des Kita-Fachkräftekatalogs am Ende nicht zu qualitativen Verbesserungen führt. Das, was Sie auf der einen Seite über das Gute-Kita-Gesetz versuchen, mehr Qualität in die Kitas, das stoßen Sie auf der anderen Seite wieder mit Ihren eigenen Maßnahmen in Ihrem Änderungsantrag um. Die Bertelsmann-Stiftung hat schon vor Jahren prognostiziert, dass in Hessen 8.000 Erzieherinnen und Erzieher, 8.000 Fachkräfte fehlen. Andere aktuelle Erhebungen, beispielsweise der GEW, haben noch sehr viel höhere Zahlen und sprechen von 9.000 bis 10.000 Erzieherinnen, die fehlen. Und angesichts dieses absehbaren Mangels an Fachkräften im Bereich der Kinderbetreuung, den Sie über Jahre hinweg ignoriert haben, wo Sie über Jahre hinweg nichts getan haben, da kommen Sie jetzt mit diesem Änderungsantrag um die Ecke. Und anstatt tatsächlich ein wirkungsvolles Maßnahmenpaket für mehr Fachkräfte in Kitas hier dem Landtag zu unterbreiten. Und Frau Ravensburg, Sie haben vorhin gesagt, all unsere Kraft investieren Sie. All unsere Kraft. Also, wenn das dieser Änderungsantrag all Ihre geballte Kraft von Schwarz-Grün ist, dann habe ich wirklich Sorge um dieses Land. Ich hatte bereits im Februar angemerkt, dass für jede qualitative Verbesserung, die Sie im Kita-Bereich machen, brauchen Sie mehr Personal. Und es ist die Frage, wie bekommt man mehr Personal? Und statt hier wirklich eine Offensive zu starten,
die sich auch eine Offensive nennen kann, sagen Sie, wir haben im Moment eine Notsituation. Wir können auch die Notsituation der Kommunen und der Träger sehr gut nachvollziehen. Ja, wir sind auch in Gesprächen mit den Trägern, mit den Kommunen und sehen, dass es einen eklatanten Fachkräftemangel gibt. Aber anstatt dem entgegenzusteuern, erweitern Sie jetzt den Fachkräftekatalog. Und da kann ich nur sagen, das ist ja wirklich, das ist ja die Notlösung schlechthin, der Sie sich jetzt bedienen. Wir versperren uns gar nicht grundsätzlich auch dagegen, über den Fachkräftekatalog zu sprechen und da auch in eine Diskussion einzusteigen. Aber ich glaube, dass man das sehr viel sorgfältiger tun muss, als Sie das jetzt hier in diesem Schnellschuss gemacht haben. Und ich will da mal ein Beispiel auch explizit rausgreifen. Das sind die Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, die Sie jetzt mit diesem Gesetzentwurf als Fachkraft in den Kitas zulassen. Ich weiß nicht, wir wurden jetzt schon gefragt, eine Kollegin aus der SPD-Fraktion wurde jetzt schon von ihrem Jugendamt gefragt, ob das wirklich ernst gemeint ist, ob das vielleicht einfach nur ein Tippfehler ist mit der Sozialassistenz. Aber das scheint es ja irgendwie nicht zu sein, angesichts der Rede, die heute die Kollegin der Grünen hier gehalten hat. Ich will nur noch einmal sagen, die Sozialassistentinnen und Assistenten, das ist eine zweijährige Ausbildung mit maximal ein bisschen Praktikum in Kitas. Und die sollen jetzt als Fachkraft angerechnet werden. Das kann doch nicht sein. Frau Knall, kommen Sie bitte zum Schluss. Zum Schluss, das hat auch fatale Folgen, denn auch für diese Sozialassistentinnen und Sozialassistenten setzen Sie ja überhaupt keine Anreize mehr, dass sie anschließend noch eine dreijährige Ausbildung als Erzieherin macht, wenn Sie jetzt sagen, die kann das eben auch so mal eben nach 2 Jahren. Und das ist der Punkt, der eben nicht geht. Und das lassen wir Ihnen an dieser Stelle auch nicht zu. Setzen Sie statt dieser Erweiterung des Fachkräftekatalogs, so wie Sie den heute hier vorlegen und zur Abstimmung bringen, setzen Sie stattdessen positive Impulse für die Kinderbetreuung. Stellen Sie jetzt die richtigen Weichen, indem Sie in Ausbildung, in eine Ausbildungsvergütung, in eine Schulgeldfreiheit, in eine Erweiterung der Ausbildungsplätze investieren, statt das, was Sie uns heute hier vorgelegt haben. Das ist einfach zu wenig. Vielen Dank. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Klose das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir wollen und wir werden alles daran setzen, dass in Hessen alle Kinder von Anfang an die gleichen Chancen haben und unter bestmöglichen Bedingungen aufwachsen können, und zwar unabhängig davon, wie viel ihre Eltern verdienen, woher sie kommen und wo in Hessen sie leben. Und auf dem Weg zu diesem Ziel ist dieses Gesetz, das wir heute in zweiter Lesung beraten, ein weiterer ganz wichtiger Schritt. Denn eine ganz wesentliche Voraussetzung für Teilhabe ist nur einmal frühkindliche Bildung. Und ein verlässliches Betreuungsangebot unterstützt Eltern dabei, Familie und Beruf zu vereinbaren. Und deshalb folgt dieser Gesetzentwurf dem bewährten Dreiklang, den wir in Sachen Kinderbetreuung auch schon seit Jahren verfolgen. Ausbau der Plätze, noch bessere Qualität der Betreuung und gegebenenfalls weitere Schritte bei der Gebührenfreiheit. Und da haben wir in den letzten Jahren bereits viel erreicht für die Familien in Hessen. Die 6-stündige Gebührenfreiheit war der große Schritt der letzten Legislaturperiode. Und genau daran knüpfen wir an und schaffen mit unserem hessischen Gute-Kita-Paket einen nächsten großen Schritt für die Kinder, für ihre Familien, für die Erzieherinnen und Erzieher und auch für die Träger und Kommunen. Und Herr Rock, ich will Ihre Fragen nicht unbeantwortet lassen. Wir haben ja in Hessen eine große Tradition von Märchenerzählern. Aber das, was Sie hier über die Genese des Gute-Kita-Gesetzes in Hessen zum Besten gegeben haben, das ist so weit weg von jeder Realität,
dass es noch nicht einmal als Märchen durchgeht. Hessen. Hessen hat seine Mittel ausschließlich für die Qualitätsverbesserung in den Kitas eingesetzt. Andere Länder sind ganz andere Wege gegangen. Und eben wurde sich ja mehrfach auch auf die Bundesfamilienministerin berufen. Ich kann mich sehr gut an diesen Besuch erinnern in der Staatskanzlei, bei dem die Bundesfamilienministerin den hessischen Weg ausdrücklich auch gegenüber dem anderer Länder gelobt hat, weil wir ausschließlich auf Qualität gesetzt haben. Und diese Änderung des hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs, die wir heute oder dann im Zweifel am Donnerstag beschließen, ist ein wichtiger Baustein unseres Gute-Kita-Pakets, eines Pakets, das klar auf Qualität setzt. Und die Anhörung zum Gesetzentwurf, die hat uns doch nun wirklich von den Expertinnen und Experten viel Unterstützung, durchaus auch weitere gute Anregungen eingetragen. Und ich muss sagen, dass mich das auch schon deshalb so freut, weil wir von Beginn an sehr viel Wert darauf gelegt haben, mit den Trägerverbänden ganz eng zu kommunizieren. Wir haben die Verhandlungen mit dem Bund parallel zu den Verhandlungen mit den Trägerverbänden geführt. Wir haben das sehr eng zusammengefasst, und die haben es auch genau so wahrgenommen und das in der Anhörung bestätigt. Ich gebe Ihnen ja recht, Bildung und Betreuung der nächsten Generation ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deshalb ist es auch gut, dass Bund, Land und Kommunen gemeinsam daran arbeiten, eine gute und verlässliche Betreuung anbieten zu können. Und ein wesentlicher Teil der Anhörung war deshalb ja nicht umsonst dem Thema Fachkräfte gewidmet. Dieser Gesetzentwurf wird dafür sorgen, dass es in Zukunft mehr Erzieherinnen und Erzieher gibt, sodass mehr Zeit für jedes Kind da ist. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Und wie schaffen wir das? Zum einen schaffen wir das, indem wir verankern, dass die Kita-Leitung künftig mehr Zeit für klassische organisatorische und pädagogische Fragen hat und diese Leitungsfreistellung auch angerechnet wird. Und zum anderen, indem wir dafür sorgen, dass die Beschäftigten mehr Zeit für die Kinder haben werden, weil wir den Anteil für Krankheit, Urlaub oder Fortbildung in der Berechnung des Personalbedarfs für die Kita erhöhen. Und dann bleibt am Ende, das ist ganz logisch, mehr Zeit für jedes einzelne Kind, weil wir die Fachkraft-Kind-Relation verbessern und so die Qualität von Bildung und Betreuung erhöhen. Und natürlich gehört zur Wahrheit, dass es in der ganzen Republik eine Herausforderung ist, Fachkräfte zu gewinnen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir den Trägern mehr Zeit geben. Die Träger, die es noch nicht direkt schaffen, die neuen Standards der Personalausstattung zu erfüllen, denen geben wir bis zum 31. Juli 2022 Zeit, das nötige Personal zu finden. Und wir öffnen mit Augenmaß und unter Beibehaltung unserer hohen Qualitätsstandards, und darauf lege ich wirklich Wert, den Fachkraftkatalog in § 25b, damit die Kitas mehr potenzielle Fachkräfte zur Verfügung haben. Und natürlich weiß ich auch um die Schärfe der Auseinandersetzung in der Vergangenheit. Aber da müssten wir es eigentlich alle in der Anhörung gehört haben. Die Zeiten haben sich geändert. Denn die Träger der Einrichtungen suchen händeringend nach Fachkräften. Und die Anforderungen an die Betreuung bleiben eben auch nicht auf der Stelle stehen. Und das ist gut so. Wir haben heute inklusiv betreute Kinder in den Kitas. Wir haben in der Praxis schon jetzt viele Sozialassistentinnen und Sozialassistenten, Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger, aber auch Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger, die längst in unseren Kitas arbeiten. Und ich glaube, die Welt hat sich an dieser Stelle nun wirklich weitergedreht. Und das können auch Sie während der Anhörung nicht ernsthaft überhört haben. Unser Job ist es, für praktikable Rahmenbedingungen für die 4.300 Kitas in Hessen zu sorgen. Und praktikable Rahmenbedingungen, das heißt eben vor allem, sie nicht alle über einen Kamm zu scheren. Und deshalb ist es richtig, dass die Jugendämter
übrigens genauso wie viele Verbände es in der Anhörung vorgetragen haben, die Möglichkeit bekommen, Menschen, die heute schon für die Kinder sorgen, auch als Fachkräfte oder für die Leitung einzusetzen. Sie dürfen dann zusätzlich Kräfte in begrenztem Umfang einsetzen, die über eine andere als die derzeit im Fachkraftkatalog geregelte Ausbildung verfügen, aber nur zur Mitarbeit. Und daran haben wir ganz klare Voraussetzungen geknüpft. Sie müssen über eine abgeschlossene Fachschulausbildung oder einen vergleichbaren Abschluss verfügen, und Sie dürfen auch nur maximal 15% des Mindestpersonalbedarfs der jeweiligen Einrichtung ausmachen. Außerdem muss Ihr Beruf... Herr Minister, lassen Sie eine Frage der Abg. Dr. Sommer zu? Fragen und Antworten zu diesem Thema hier und im Ausschuss besprochen worden. Außerdem muss Ihr beruflicher Hintergrund zu Profil und Konzept der jeweiligen Kita passen, und Sie müssen über erzieherische oder bildende Praxiserfahrung mit Kindern verfügen und spätestens nach Aufnahme der Tätigkeit eine fachliche Fortbildung machen. Also völlig klare Voraussetzungen, die wir an diese Öffnung des Fachkraftkatalogs knüpfen. Und das Ziel ist, dass wir den hessischen Kitas so ermöglichen, geeignetes Personal zu finden, um die höheren Personalstandards auch erfüllen zu können, und zwar ohne, dass wir das hohe fachliche Niveau der hessischen Kitas gefährden. Für diesen Weg gibt und gab es auch während der Anhörung zu diesem Gesetzentwurf größtmögliche Unterstützung. Meine Damen und Herren, mit diesem Gesetz investiert die Landesregierung weiter massiv in Kinderbetreuung. Ich finde, gerade die vergangenen Wochen mit Corona haben noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig gute und verlässliche Kinderbetreuung für Kinder und Familien ist und welche große Herausforderungen entstehen, wenn sie eben wegfällt. Uns sind das Recht der Kinder auf frühkindliche Bildung und die Unterstützung der Eltern dabei, Beruf und Familie zu vereinbaren, wichtig. Und deshalb freut es mich sehr, dass der eingeschränkte Regelbetrieb trotz aller Unkenrufe hier so gut angelaufen ist und mittlerweile rund 63% der Kinder wieder betreut werden. Und Herr Rock, die Kitas sind doch seit dem Start der eingeschränkten Regelbetreuung am 2. Juni, wie von hier aus versprochen, längst viel weiter als die Grundschulen. Es gab dort nie Abstandsregeln. Und seit dem 2. Juni ist eine 100%-Betreuung möglich. Sie selbst haben ja auch gesagt, dass es vielerorts längst praktiziert wird. Und so einfach ist die Antwort dann auf Ihre Frage. Und wenn Sie jetzt hier mit der Hygieneempfehlung kommen, es ist eine Empfehlung, man konnte davon abweichen. Viele haben sich genau diese Freiheiten auch zunutze gemacht und haben es getan. Insofern findet vielerorts längst ein Regelbetrieb statt. Und trotzdem haben wir selbstverständlich auch für den Regelbetrieb, wie wir ihn mit Hand in Hand mit den Kommunen vereinbart haben und der zum 6. Juli starten wird, das Ziel verbunden, dass alle Kinder wieder betreut werden. Und wir haben mit den Träger- und Spitzenverbänden auch über die Hygieneempfehlung noch einmal gesprochen und konnten die Empfehlung angesichts der guten infektiologischen Situation, das ist immer die Voraussetzung, die können wir jetzt auch nicht wegdiskutieren, nochmals verschlanken. Herr Minister, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die von den Fraktionen vereinbarte Redezeit abgelaufen ist. Ich habe mich ja einigen Fragen, die hier aufgeworfen sind, noch einmal gesondert gewidmet. Deshalb überziehe ich ein klein wenig. Wir beschäftigen uns intensiv mit der Frage, mehr über die Verbreitung des Virus, insbesondere durch Kinder, und damit über das Infektionsrisiko in Kitas zu erfahren. Und wir wollen auch mehr lernen über alternative Nachweismethoden, weil gerade Kinder diesen Nasenrachenabstrich doch allzu häufig als traumatisch erleben. Und deshalb haben wir mit Safe Kids bei der Virologie der Uniklinik Frankfurt eine repräsentative Studie in Auftrag gegeben, die schon jetzt viel beachtet ist und es bis in den Podcast von Prof. Drosten geschafft hat. Meine Damen und Herren, wenn der Landtag dieses Gesetz dann ausgangs dieser Legislaturperiode verabschiedet hat, haben wir einen weiteren wichtigen Schritt gemacht, um die Qualität der Kinderbetreuung in Hessen zu verbessern, für die Kinder, für die Familien und damit letztlich für uns alle. Deshalb wäre breiter Rückhalt hier im Parlament aus meiner Sicht angemessen. Vielen Dank.
Meine Damen und Herren, dritte Lesung ist beantragt worden. Und deshalb überweisen wir jetzt nach der zweiten Lesung den Gesetzentwurf Fraktion der CDU Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 20-2931 zu 20-2360 und den Gesetzentwurf Fraktion die Linke, Drucksache 20-2932 zu 20-2435 und dem Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Drucksache 20-3-3001, mit dem Dringlichen Antrag der SPD, Drucksache 20-3047, zur weiteren Beratung in den SIA.